Meine Damen und Herren, eine neue Show, ein neuer Kollege, Zwobot. Hallo, Markus Kafka, Moosgummifigur. Hast dich wohl nicht alleine hergetraut. Hallo, Zwobot. Hallo, wombelartige Charlotte-Puppe. Toll, dass die Zwobot-Redaktion euch beide gezwungen hat, mir Starthilfe zu leisten. Als ob ich nicht alleine die drei Sätze vom Teleprompter ablesen könnte. Also, mal schauen, da steht... Bla bla bla, willkommen zur Zwobot-Show. Viele tolle Serien aus den Abfällen polnischer Puppenbauer. Bla bla bla, viel Spaß, los geht's. Die Zwobot-Show ist... Toll. Die Zwobot-Show ist... Toll. 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 Die Zwobot-Show ist... Toll. Die Zwobot-Show ist... Toll. Die Zwobot-Show ist... Toll. Toll. So, kommen wir jetzt aber erstmal zu Schnee von gestern mit Rocco 2. Tja ja, was heutzutage so alles als kompetentes Nachrichtenmagazin durchgeht. Mein Name ist Rocco 2, willkommen zu Schnee von gestern mit den Zwobot News. Wir bringen Ihnen die neuesten Nachrichten aus der bunten Welt der Zwobot Show. Heute berichten wir live und exklusiv vom Set der Rinnstein-Kids, den putzigen ostdeutschen Rackern, die einmal die bekannteste Tanzmetall-Kombo der Welt werden sollten. Till, was ist los bei Ihnen? Nun, Rocco, ich kann nur sagen, unsere Generalprobe war eine Katastrophe. Alles ist in einem jämmerlichen Zustand. Das ist ja schrecklich. Fürwahr. Was wurde uns nicht alles versprochen? Wir sollten eigentlich grandiose Aktionspuppen mit 1000 tollen Features werden. Doch sehen Sie mich an. Meine Moosgummivisage sitzt auf einem unförmigen, haarigen Klumpen aus rosa Fell und Schweinehaxen. In der Tat, Sie sehen ziemlich deformiert aus. Nicht wahr? Und was ist mit der farbenprächtigen Kulisse? Wo sind die herrlichen Original-DDR-Plattenbauten? Ja, aber Sie haben doch Ihre Kollegen und Freunde. Das ist doch was. Von wegen. Mein armer Flake hier hat noch nicht einmal seine richtige Stimme. Ja, das stimmt. Ich klinge echt scheiße. Vielen Dank an Till und Flake von den Rinnstein-Kids. Sehen Sie die aufregenden Abenteuer der Rinnstein-Kids im weiteren Verlauf dieser Sendung. Das war's von den Zwobot News. Ich gebe zurück ins Studio. Calculate your race. Tiny CD3. Much love, yeah.
Dis. Präsentiert Filter on Tour. Einmal mit, nie mehr ohne. Der Kult aus Cleveland kehrt zurück. Innovativer Sound zwischen Elektronik und Brachialrock. Du kannst dabei sein. Pur und ungefiltert. Take a Picture. Filter. Live. Präsentiert von Viva 2. Das ist Jimmy Johnson Jr. aus der Dominikanischen Republik. Er würde gerne in der Bundesliga spielen. Und da hinten liegt Marion. Marion, warum machst du gerade hier Urlaub? Und warum willst du dabei nicht erkannt werden? Ich dachte ja zuerst, das ist nicht normal. Was denn? Na, der Preis hier bei Air Marine direkt. 2 Wochen Dominikanische Republik, deutsche Fluglinie, Top-Hotel, ja? Für nur 1.299 Mark. Nur anrufen ist unglaublich preiswert. Und warum soll keiner wissen, dass du hier bist? Naja, ich habe einen Friseurladen am Laufen. Und das ist dieses Jahr schon mein dritter Arbeitsurlaub. Neue Frisuren gucken und so. Und das müssen die Kunden ja jetzt nicht unbedingt so mitkriegen.
Unglaublich. Zum Beispiel 2 Wochen Dominikanische Republik, deutsche Fluglinie, nur 1299 Mark. Air Marine Direkt. Billiger kommen Sie kaum weg. Jetzt anrufen 0185 771 881. Ich sage Ihnen, leicht ist das nicht beim Fernsehen. Da mache ich mir tagelang den Kopf, was Sie nur interessieren könnte. Ehrlich gesagt, die Kollegen von Premiere World machen das nicht schlecht mit ihrem neuen Personal TV. Die haben für jedes Thema einen eigenen Kanal. Und jeder Zuschauer kann dann selbst entscheiden, was er sehen will und bei einem Thema bleiben, solange er mag. Premiere World, Your Personal TV. Rufen Sie jetzt an 0180 55 100. Erleben Sie Top-Sport-Events in der Sport... Jetzt kommt die einzige Serie, die meinen hohen ästhetischen Ansprüchen gerecht wird. Wirklich eine gelungene Symbiose aus japanischer Eleganz und europäischem Hightech. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen nun voller Stolz Akira's Burg. Ho, ho, Akira's Burg, kämpft den guten Kampf. Ho, sterbe wie ein Mann.
Ach, ich hätte es ja wissen sollen. Dieser Lügner aus der Zwo-Wort-Redaktion wird ganz bestimmt fertig, haben sie gesagt. Naja, was mache ich jetzt? Okay, zeigen wir halt schon mal Mr. Explosion. Ist zwar ein bisschen simpel, aber der zündet immer. Mr. Explosion, Mr. Explosion, ja, der reist um die ganze Welt. Mr. Explosion, Mr. Explosion, ja, der macht, was ihm gefällt. Mr. Explosion, ja, er ist unser Held. Heute Mr. Explosion in St. Gallen. Wow, Mr. Explosion, der Bursche macht Dampf. Mr. Explosion, boah, gibt's das schon auf Platte? Tja, mal sehen, wenn alles gut geht, vielleicht. Kommt ganz drauf an, ach, was weiß denn ich? Zwobot, du bist der Beste. Hey, wieso denn? Ich hab doch bis jetzt noch gar nichts gemacht. Sag mal, warum bin ich der Beste, Charlotte? Ach so, stimmt ja. Mehr Text hat dir die Zwo-Bot-Redaktion ja gar nicht gegeben. Okay, dann kommt jetzt dein Clip. Oder Werbung. Ist alles noch nicht so genau geplant hier. When you have talented young men making music, it's something. But when they're all from the one family, well, it's worth hearing. And what's more, they're brothers as well. Ladies and gentlemen, check it out, John. Check it out, George. They rock and roll, can never ever hip hop like this.
Also ich weiß ja nicht, Seattle, Jörg, ob da irgendjemand die Anspielung versteht, aber er sieht ja eigentlich ganz niedlich aus. Aus was für einem Material der wohl ist? Ach, Mensch, bin ich heute wieder verstimmt. Hört, hört, der Quasimodo aus Granschhausen nuschelt wieder. Hallo, liebes Tagebuch, ich freue mich, dich zu sehen. Bleib ruhig sitzen, oder besser, geh wieder ins Bett zurück, du nichtsnutziges deutsches Imitat eines US-Leckers. Ich hab dich auch sehr gern. Du könntest dir auch mal einen neuen Spruch aus den Rippen schneiden, du müffelnde Grübelpuppe. Du, Tagebuch, ich hab mich gefragt, ob ich mein Demo nicht zu meinem Lieblingsplattenlabel schicken soll. Endlich beginnt der Bursche zu kapieren, wo der Braten hängt. Zeit für etwas Schleichwerbung. So, so, mein lieber Seattle-Jörg von Viva 2. Was ist denn dein Lieblingsplattenlabel? Na, Stor natürlich. Och nö, doch nicht dieses olle Indie-Gekröse aus Hamburg. Warum sagst du nicht wenigstens Motor? Die hätten vielleicht auch Werbung geschaltet. Motor vertreiben zwar Impala-Stor-Platten, aber die Arbeit an der Basis macht doch das Team um Carol von Rautenkranz. Ich glaube, diese musikjournalistischen Feinheiten sind den Zwobot-Zuschauern sowas von scheißegal. Also ich wollte heute was Nettes über Lars Stor sagen. Bla 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 bla. Lars Stor ist ein echt tolles Plattenlabel. Die haben die Sterne und Tokotronic groß gemacht. Und die haben auch viele andere okay Bands auf ihrem Label, wie Otto und Suppenwürfel machen Krebs oder Stella oder Jonas. Sag mal, schickst du Lars Stor eigentlich eine VHS von der heutigen Sendung? Und wenn ich mal keinen vernünftigen Indie-Rock auf Lars Stor höre, dann höre ich Sachen von ihrem modernen Schwesterlabel Ladomat. Ah, ah, kann ich hören, da ist irgendein Störton in der Leitung. Ego Express, aber auch Whirlpool. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, heute alle meine finanzkräftigen Medienpartner zu grüßen. Lars Stor war in meiner musikalischen Sozialisation echt wichtig für mich. Edel, Time Warner, Sony, Sony Columbia, alle Autoren der Musikwoche, das Popcom-Team. Und an dieser Stelle noch herzlichen Dank an Tokotronic für alles. Was für eine verschenkte Seattle-Jörg-Folge. Danke, liebes Tagebuch, für dein Verständnis und deine Geduld. Ich fühle mich zwar jetzt immer noch nicht viel besser, aber naja, egal. Zwei Beine und sie hat zwei Augen und aus denen kann sie schauen und sie schaut zu mir. Und
Die Länge ist der Tod des Witzes. Mein Name ist Rocco Klein. Willkommen bei den Neuigkeiten. Los Angeles, Calgary, Liverpool. Deutschlands einziges Musiknachrichtenmagazin. Kompetent, kritisch, faktenorientiert. Keep it moving. Yeah. It's terrible. Flavor and styles. Uns aufmerksam. Mit den Stars von heute, den Platten von morgen und den Nachrichten des Tages im Überblick. Schwierigkeiten mit dem reduzierter neues Album. Seriös, sicher und immer auf dem Punkt. Mein Name ist Rocco Klein, zurück ins Studio.
Neuigkeiten. Montag bis Freitag, 17.30 Uhr, 19.30 Uhr, 21.30 Uhr, Viva 2. Good evening, ladies and gentlemen, and honored guests. We're very happy to be here this evening to honor a very wonderful man, a man which we all love so very much. This man have done more for the blacks than anyone. The man I'm speaking of? Oh, baby. Let's give a warm round of applause. Dedicated to dedicated all the pretty girls, pretty girls, oh, pretty girls, pretty girls. Oh, oh. All the pretty all girls pretty in the world, the world, and the ugly girls, too. But to me, you're pretty anyway, baby. You give me your number, I call you up. You act like you don't interrupt. I don't have no trouble with you, but I have a little problem with you not f***ing me. Hallelujah! I'ma take care of you, cause you said you got my baby, and I know it ain't true. Is it a good thing? No, it's bad. For good or worse, makes you switch. So I walk on over with my crystal. Put away your pistol. What happened to my $100, Joe? Did you take my money? He ain't worth no $100. I am Joe Blow, the lover man. You should be paying me. Give me my money, man. I whispered in the air, you wanna be with me? You wanna look pretty though in my video? Please. Oh no! Just dance if you're caught up in the Holy Ghost trance. If you stop, I'ma put them killer ants in your pants. I'm the ODB, as you can see. FBI, don't you be watching me. I don't want no problems, cause I put you down in the ground where you cannot be found. I'm just third dog trying to make somebody. So give me my streaks and give me my honey. Radios play this all day, every day. Recognize I'm a fool and you love me. That's for f***ing with me, you no business born insecure mother. Give me my money. Like this all night. Put your let me hold it tight. You're looking at my wrist saying this so nice. The price diamond shining disco line. You better help me solve my problem. I'ma get this money and rob them. Lucky dog when I won the lotto. Ran up on my car, I'm carrying Rollo. But hold on, you can call me dirty and then lift up your skirt. And you want some of this dirty. God made dirt and dirt busted. Nah. Stop annoying me, yeah, play my music loud. And take the no dirty to move the crowd. You say he had his in his mouth. Eddie Murphy taught me that back of the house. But give him the money. Where you going, Dolomite? Where you done throwing around, man, and cutting the carpet? Where you going with the money, man? Don't you worry. I said, hey, baby, I got your mal wieder allein. Naja, eine Serie haben wir ja noch. Die ist so ein bisschen bedenklich, finde ich. Aber mich fragt ja keiner. Also von mir aus, Prinzessin Nichtgesicht. Ah, weh und ach, welch Ungemach.
Hier steh ich, der ehrenwerte König Serge Inzest der Fünfte, und kann nicht anders, als dem Teufel Alkohol zu frönen. Ah, einst war ich ein stattlicher Ritter mit blitzendem Blick und scharfem Schwerte, doch die Bürde des Schicksals schliff mich stumpf, und nun seht, oh Graus, mein Antlitz bläulich aufgeschwommen, meine Hände zittrig von der Gier nach dem Trunk des Vergessens, und mein umnachteter Geist krank vor Verlangen nach dem zarten Körper der eigenen Tochter. Einen schönen guten Morgen wünsche ich dir, mein guter Herr Vater. Oh, Prinzessin Nichtgesicht, liebste Tochter, einen guten Morgen auch dir. Ich hörte dich gar nicht kommen. Weilst du schon lange in diesem, meinem Lustgarten? Nein, nein, liebster Lebensspender. Dein weises Murmeln zog mich just an diesen schönen Orten. Exzellent. Welch süßes Geschick. Noch bleiben die Untiefen meiner schwarzen Seele in namenlosem Schatten verborgen. Sprich, liebstes Nichtgesicht, was hast du an diesem schönen Morgen denn schon so alles erlebt? Also, zuerst streichelten die sanften Strahlen der aufgehenden Morgensonne über meinen hüllenlosen Körper und weckten mich aus meinen süßen Träumen. Sodann stieg ich aus meinem prunkvollen Bette und räkelte mich nackt, wie die Natur und du mich schufen, von meinem großen, diamantbesetzten Spiegel. Dann trippelte ich immer noch unbekleidet ins Badezimmer und liebkoste meine zarte Puppenhaut mit den prächtigsten Seifen und Ölen, die die Bürger und Leibeigenen deines Königreichs bezahlen können. Und jetzt bin ich hier bei dir, mein gütiger Vater und König, und oh, wie ich mich freue. Und ich erst. Fortsetzung folgt. Hui, 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 hui. Wie das bloß weitergeht. Oh, das ist ja wohl total krank. If you begin to feel overload, consider your Earth. 40 seconds. Everybody!
Wir sind nicht am Ende. Wir fangen an. Okay, das war's jetzt auch schon. Ach man, schade, schon vorbei. Naja, ich denke, wir sehen uns bald wieder. Nächste Woche um dieselbe Zeit. Also muss ich schon sagen, da freue ich mich drauf. Ja, ja, schon gut. Machen wir jetzt Feierabend. Auf Wiedersehen. Die Zwobertschober. Rollen. Die Zwobertschober. Rollen. Toll.